Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint, jetzt mit der Nebenmission des einen Hölle. Wir müssen Samuel lokalisieren, aber zuerst muss ich natürlich noch die beiden Vorteile freischalten, die wir, also ausrüsten, die wir in der letzten Folge freigeschaltet haben. Nö, oder? Wie sieht das aus? Also muss ich so gucken. Oh Gott, das sieht echt schäbig aus. Aber ich kann es eigentlich anlassen, weil kann ja meinen anderen Skin benutzen. So, wo ist denn dieser Samuel? Er ist in der Region Sinking Country. Das ist hier, Sinking Country. Auf einer Halbinsel südöstlich von Garden Mangrove. Wo ist denn der Garden Mangrove? Nähe der nordöstlichen Flussbiegung des Gare Arm. Holy shit. Das ist schon ein bisschen komplizierter, habe ich das Gefühl. Hier ist Garden Mangrove. Südöstlich von Garden Mangrove auf einer Halbinsel. Hier ist der Gare Arm. Nordöstlich der Flussbiegung des Gare Arm. Ist das hier die Flussbiegung? Hier vielleicht? Auf einer Halbinsel südöstlich. Das ist aber nicht mehr südöstlich von... Das müsste dann hier sein, theoretisch. Wenn das hier die Biegung ist. Theoretisch hier. Das ist keine richtige Halbinsel. Aber die Inseln hier, die sind ja... So, nochmal. In der Region Sinking Country, da sind wir. Südöstlich Garden Mangrove. Norden, Süden, Westen, Osten. Steht auch hier. Südöstlich vom Garden Mangrove, also hier. Und nordöstlich der Flussbiegung des Gare Arm. Also wenn das hier die Flussbiegung ist, dann wäre es hier. Ne, und das ist das Einzige auch, was irgendwie eine Insel sein könnte. Ansonsten hätte ich gesagt da, aber das wäre eher östlich von Garden Mangrove. Sollte aber südöstlich sein, also muss es hier irgendwo sein. Guck mal, hier ist ein kleines Häuschen. Dann müsste das, vermute ich, dort sein. Nein, ich will doch... Och Mann. Ob ich irgendwann mal noch... den Fahrerplatz treffe beim ersten Versuch. Ich habe so meine Zweifel. Zwischendrin können wir hier ein paar Dinge aufdecken, auch wenn wir dabei entdeckt werden. Ein paar Fragezeichen. Endfragezeichen. Der Heli sieht so kacke aus. Nur weil wir einmal ein bisschen hart auf den Boden geknallt sind. Spuren antiker Ruinen waren da hinten. Okay. Was haben wir hier? Oh, drei Drohnen, okay. Bleiben wir mal weg. Wir könnten natürlich auch mal sehr hoch fliegen und uns die Map dabei anschauen. Ist das Raketensilos da oder was ist das? Jetzt würde ich mich gerne mit der Maus umgucken, aber es geht halt leider nicht, ohne den Heli zu bewegen. Hinten haben wir verschneite Berge. Vorne haben wir Inseln. So, das wäre da vorne irgendwo, ne? Ich würde gerne Fallschirm springen. Allerdings ist der Heli dann weg. Egal, für Fallschirm springen. Auf geht's! Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Markierung immer in der Luft ist. Die Markierung ist jetzt da oben in der Luft, aber da unten ist das, was ich markieren wollte. Aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Fotomodus funktioniert leider nicht hier in der Closed Beta. Sonst hätte ich schon ein paar mehr Bilder gemacht. Kann natürlich so Screenshot machen, aber ja,
So, dort ist irgendetwas. Standort des Kalten Krieges. Da unten ist eine Kiste. Ist auch ein bisschen extrem unrealistisch, ja? So komplett schwarz. Und dann, wenn man reingeht, wird es plötzlich hell. Ich meine, ja, es ist die Simulation, wie sich Augen ans Licht gewöhnen und sowas, aber so extrem ist es in Wirklichkeit nicht. M4A1. Eine M4A1. Plus 10 Mobilität. Ich zerlege jetzt mal alle Waffen, die wir nicht benutzen. Die M4 lasse ich mal, die M4-1. Dann hier haben wir noch ein, zwei. Und dann können wir die Waffen hier mal upgraden. Zack, 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 zack. Das Coole an den Aufwertungen ist, wird auf alle Waffen dieses Typs angewendet. Also haben wir sie jetzt ein bisschen geupgradet. Das können wir jetzt auch mal mit der M4 machen. Einfach nur um zu gucken, wie sehr es sich ändert. Ah, dafür fehlen uns zwei Metallteile. Mist. Und was besser? Immer noch die 416. Es geht einfach nichts über die 416. Außer die Feuerraten natürlich. Die 416 hat eine Feuerrate von 700 und die 41 950 Schüssen. Steckt irgendwie halb. Oh, da ist eine. Wie heißt die Drohne? Hab vergessen, wie sie heißt. Predator-Drohne oder so? Nee. Azrael, so heißt die Drohne. Fokussieren sieht man nichts wegen den Bäumen. Und da vorne ist der Typ. Hey Samuel. Und die Waffe kann man, glaube ich, auch nicht mehr wegstecken. Wie er grinst. Who are you? The name's Samuel. You with the Homesteaders? Not exactly, but we're friendly. What are you doing out here? Hunting mostly. Providing meat for the camp? People need things. You know, for a killer, you can't sneak for shit. I'd have had you strung up from one of these trees in 10 seconds if I'd half a mind to. Must have put on the wrong boots this morning. Listen, I hear you've been having a sentinel problem. You heard right. I need to get these traps set. But if we set off one of their alarms, well, we're dead and there ain't no coming back from that. If you can take them out, nice and quiet like, and I can set my traps. Meet you up by my cabin when we're finished. It's in sinking country. South of Mossy Pond, west of Howardport. Sound good? Yeah, sure does. So. Alle Sentinel-Soldaten in Maneater Slough eliminieren. Bleiben Sie im Jagdgebiet unbemerkt. So, wo ist das jetzt? Maneater Slough. Hier. Also nördlich. Brauche ich nicht zu. Brauche ich nicht unbedingt zu markieren. Ist ja ziemlich genau nördlich. Was soll ich denn hier noch fokussieren? Oh! Eine Lieferdrohne. Lieferdrohne liefern Dinge. Zwar nicht unbedingt an uns, aber. Oh, Vollauto. Schnell. Ich treffe die nicht. Gibt's doch gar nicht. Ich bin echt schlecht. Zack, getroffen. Da hinten ist er runtergekommen. Blaue Träne. Oh. Und das, was er abgeworfen hat. Liegt im Meer. Im Fluss, meine ich. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das kriegen wir nicht. Tauche mal, aber. Nee. Es liegt am Boden des Flusses.
Normalerweise, wenn was ins Wasser fällt, dann kriegt man es direkt, ohne dass man es aufheben muss. In diesem Fall wohl nicht. Schade. Wir haben da vorne Gegner. Ein Wildschwein. And it was gone before we could get a shot off. Some ranger you must have been. Now blow me. So, sind wir schon hier in der Nähe? Ja, sind wir quasi. Aber noch nicht wirklich. Da liegen Bananen. Ich vergesse immer mit einzukalkulieren, dass die sich wegducken, sobald ihr Kamerad getroffen wird. So, wo sind sie denn? Ah, wir haben doch mittlerweile eine Wasserflasche, glaube ich. Ja, können wir mal unsere Ausdauer wieder auffüllen. So, jetzt sind wir im Gebiet. Schlecht. Ich kann mich hier nicht verstecken. Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht. So. Ich wollte eigentlich etwas trinken. So. Und jetzt ist unsere Ausdauer wieder. Unser Ausdauerbalken wieder voll. So, wir sind jetzt im Jagdgebiet. Aber irgendwie. Auch nicht. Wir sind hier in der Gefahrenstufe 40. Ahamon Angriffsgebiet, Drohnengebiet entdeckt. Was? Oh. Das ist nicht das, wo wir hin wollten. Aber cool, dass wir sehen, weil dann... Das wollte ich auch noch aufnehmen. Die Drohnenjagd. Was ist das denn? Ich dachte gerade schon, da steht irgendwie ein Oger oder sowas. Was haben die denn da? Ich glaube, da muss ich langsam gehen, sonst klebe ich wieder irgendwo in Deckung dran. Ich will nicht fahren, ich will das aufklären, ich will diese Daten hier. Howardport. Ich drücke immer zu spät, aber da ist es. Okay. Was wir gerade aufgeklärt haben. Okay. Jetzt eher westlich. Sind die jetzt alle markiert? Ja, die sind mehr oder weniger alle markiert. Automatisch. Finde ich sehr gut. Da sind auch noch welche. So. Und die jetzt unbemerkt ausschalten. Oh, da oben scheint eine Drohne zu sein. Oder ist das nur die Markierung, dass da das Gebiet ist? Ich finde, diese Markierung ist ein bisschen zu groß, ein bisschen könnte aufhören zu blinken, dann würde ich vielleicht auch was sehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die ihre Kameraden entdecken dürfen. Ich vermute mal nicht. Das heißt, wir müssten dann Kameraden auch ausschalten.
Nee, das ist. Was ist das? Ist das echt. Ist das eine Drohne? Ist da die Markierung da oben oder ist sie wieder weg? So ist sie da, ansonsten ist sie weg. So, die beiden da vorne können wir ausschalten, auf jeden Fall. Und ich finde es sehr cool, dass man sich auch in hohem Gras verstecken kann und man auch sieht, wann man versteckt ist. Natürlich ist der Kopf gerade nicht da. Zack. Number one. Number two. Der erste Sentinel-Trupp ist... Oh, nein. Bitte lass mich hier verstecken. Ja. Knapp. Prima. Manche sind Soldaten, wir sind Ghosts. Das war Sentinel-Trupp Nummer 2. Guck mal, da hinten ist noch einer, oder? Wenn ich da gucke. Na gut, die zählen aber nicht dazu. Die zählen nicht dazu. Theoretisch könnten wir denen auch mal eine Gasgranate spendieren. Einfach nur, weil wir es können. Ich wollte mich in die andere Richtung drehen. Zack. Jetzt können wir mal reinrennen. Doch, wir haben auch Schaden bekommen. Knieschoner Helikontex. Textil vielleicht, keine Ahnung. So, und jetzt wieder zu Samuel. Zurück. Garden Mangrove Biwak. Dann können wir uns dorthin schnell reisen. So, wir haben kein Level Up. Wir haben aber eine neue Hose bekommen. Und eine neue Weste. Da die Skins ja sowieso getrennt sein sollten, irgendwie funktioniert das noch nicht richtig. Ah, jetzt habe ich meinen Skin wieder. Ich muss immer den Skin übertragen, aus und wieder anmachen. So, er ist wo? Ah, stimmt, die haben ja noch das Drohnengebiet. Das machen wir dann nach dieser Mission. Sinking Country, südlich von Missy Pond. Wo ist Missy Pond? Missy Pond ist eine Pfütze. Ein Teich. Sinking Country südlich von Missy Pond. Da ist Missy Pond. Das ist wahrscheinlich hier, würde ich vermuten. Können wir ja mit dem Boot dahin fahren eigentlich. Mit dem Boot bin ich hier tatsächlich noch gar nicht gefahren, also... Ab ins Boot. Vorne stehen noch ein paar Gegner, aber die lassen wir einfach mal sein. Wie weit ist das? 300 Meter? Oh, Vorsicht, das Schlauchboot wird explodieren. Obwohl nur der Motor explodieren dürfte, aber das ganze Schlauchboot explodiert. Wer kennt es nicht? Die explodierenden Schlauchboote.
Was haben wir denn hier? Gibt's hier was? Vorne gibt's eine Kiste, aber... Hey, Strom haben die hier? Nice. Wow. Wie gehen sie zurück, was? Das war ich nicht. Ich war das nicht. Das war nicht meine Schuld, dass das Ding explodiert. Ich bin nur dahin gekommen. Vermute, das Boot ist halb im Dingens gespawnt. Raj, let's get on it. Ich vermute, das Boot ist halb im Steg gespawnt. Ist deshalb explodiert. Würde ich vermuten. Hier gibt's was Grünes. Oh, ein MG. Cool. Kann ich durchs Fenster? Durchs Fenster? Nee, kann ich nicht. Schade. Kann ich hier durchs Fenster? Ja. Da ist nämlich noch eine Kiste. Eine Hose. Da oben fliegt so eine Drohne wieder. Wo ist die? Genau. Da. Wollte gerade sagen, bitte sag mir jetzt nicht, dass das Zeug auf dem Dach liegt. Da komme ich nicht hin. Kann ich auf ein Auto steigen? Oder die Leiter benutzen? Nee, ah doch, das geht. Das heißt, ich kann das Auto hier zum Dach fahren und dann dort hochgehen. Mal aufpassen, da hinten die drei. Das Ding uns jetzt nicht entdecken. So, steigen wir hier aus. Hoffen, dass wir so da drauf können, aufs Dach. Klettern, komm, da stand doch gerade klettern. Ja, nice. Elektronischer Sensor. Oh, schwerer Sentinel-Helm. Gut, nehmen wir. Hose, hat ein niedrigeres Level, brauchen wir nicht. Warum hältst du die Hände hoch? Da ist keiner mehr. They put up a fight. I'll give them that. They tried. Thank you. How about I'll clean up here? You head on up to my shed. As a fellow hunter, I think you'll be impressed with my collection. All my traps are all homemade by yours truly. It's a type of quality craftsmanship a man like you would admire. Well, thank you, Samuel. I'd be honored to see your collection. Mhm. Die Schlüsselkarte wird benutzt, um Samuels Hütte zu Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 ich muss ins Haus. Ah! Shit. Ich hasse diese Drohnen. Denn dann spawnt irgendwo im Umkreis, spawnt ein Trupp, entweder ein Trupp Wolves oder ein Trupp Drohnen oder sowas. Echt nicht nett, wenn die einen entdecken. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal um die da. Das eine ist ein Zivi und das andere, keine Ahnung, Kistenträger oder so. Also irgendwie ist diese Nebenmission länger als die zweite Hauptmission. Hallo, ihr seid frei. Theoretisch. Schneidbrenner! Wie kann ich dich denn... Das stand doch eben gerade befreien. Ah, freilassen. Ey, Entschuldigung. Das ist so ein Millimeter-Ding hier. Freilassen. Geht nicht. Ich muss erst das Motorrad wegfahren. So, schauen wir mal. Kann ich dich jetzt freilassen? Ja, sehr schön. Oh! Au.
Autsch, das tut bestimmt weh, so Handschellen im Rücken. Will die jetzt mit mir reden, oder? Der, Entschuldigung. Nee, will er nicht, hab ihn einfach nur befreit. Okay. Gut. Wie weit ist das? 200 Meter. Auf geht's. Ich habe übrigens mittlerweile ins Forum geschrieben, dass die Fahrzeuge echt langsam sind. Und keinen Spaß machen zu fahren. Ach, das Haus ist das. Wo ich mich eben noch gewundert hatte, dass diese Holzhütte Strom hat. Schiebetür sogar. Wo geht die hin? Das ist, na gut, ist genug Platz. Da unten. Bisschen Far Cry Vibes hier. Far Cry 5 Vibes. Was das? You had to be some sort of maniac, didn't you? Nun. Das eine Hölle, Einsatz abgeschlossen. Marineblau. Eine marineblaue Tarnung, die wir hier in dem Gebiet auch nicht gut gebrauchen können. Oh fuck. Der Typ ist echt ein Maniac. Darf ich den jetzt töten? Nur so, ich frag für einen Freund. Laufe in die falsche Richtung. Es ist ja bestimmt weg. Ja, ist nicht mehr da. Ist er drin? Nee, der Typ ist weg. Ich wollte jetzt noch ausprobieren, ob ich den jetzt töten kann, aber geht wohl nicht, also weil er nicht mehr da ist. Und dann verabschiede ich mich. Bis morgen, bis zur nächsten Folge, zur nächsten Nebenmission. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.